Moin Moin und Hallo, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch zu einer weiteren Ausgabe unseres Monster Guides. Heute mit der Höhlenspinne oder den Höhlenspinnen eher, denn Höhlenspinnen treten eigentlich nie alleine auf. Ihr findet sie auch nicht in der freien Natur, also draußen normalerweise, denn sie befinden sich, wie der Name vermuten lässt, nur in Höhlen und spawnen dort nur bei bestimmten Spawnern in den Minenstollen. Also wenn ihr diese Schienen findet, beziehungsweise diese Holzkonstruktion, diese Balkenkonstruktion, dort findet ihr auch fast immer einen Höhlenspinnen-Spawner. Diese Spinnen sind ein bisschen, ja, nervig, kann man schon fast sagen, denn sie versprühen ein Gift, was euch, ja, über Zeit Schaden nehmen lässt. Das haben wir jetzt leider hier nicht. Das liegt wohl daran, dass das eigentlich ja eine Kreativwelt ist. Auf jeden Fall, wenn euch diese Spinnen schlagen bzw. beißen, dann färben sich eure Herzen grün und ihr erleidet nach und nach noch ein wenig Schaden. Ist also sehr nervig und vor allem bei mehreren Spinnen auch durchaus gefährlich, wenn sie euch von hinten angreifen und euch überraschen. So, wir schauen uns das Ganze jetzt erstmal an. Wir beschwören gleich mal ein paar, wie es auch in der freien Natur vorkommt, sage ich mal. Das sind die Höhlenspinnen und diese sind gefährlich, wir sehen es schon. Und der Schleim, der hier reinkommt, war natürlich sehr, sehr passend. Wo der herkommt, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall hat man es gesehen, sie sind sehr klein, sehr wendig und extrem schwer zu treffen. Selbst wenn man einfach nur in die Menge schlägt, ist das, ja, nicht unbedingt immer von Erfolg gekrönt. Und das war jetzt die Variante mit dem Schwert. Das ist die meiner Meinung nach noch leichtere Variante. Die schwierigere Variante ist definitiv mit dem Bogen. Und, man sollte da auf jeden Fall, wenn die Spinnen euch im Nahkampf überraschen oder in Nahkampfreichweite kommen, auf das Schwert wechseln, denn mit dem Bogen alleine habt ihr keine Chance gegen mehrere Spinnen und wie gesagt, es ist keine Seltenheit, dass euch zwei, drei oder sogar noch mehr Spinnen angreifen, vor allem wenn ihr gerade in dieser Mine unterwegs seid und der Spawner ist irgendwie über euch und die Spinnen fallen durch ein Loch oder wittern euch durch ein Loch, dann seid ihr ja ganz schnell, habt ihr dann Probleme. Ihr könnt das Gift natürlich, ja, neutralisieren mit einem Trank, aber wenn wir ehrlich sind, die meisten Spieler haben, ja, die Tränke nicht dabei oder nur sehr selten dabei und diese sind natürlich auch durchaus kostbar. Haltet euch also fern entweder von den Spawnern oder, ja, wie gesagt, geht in den Kampf, sucht den Kampf. Und wichtig sei noch zu erwähnen, die Spawner sind meistens zwischen hinter sehr vielen Spinnweben verborgen. Die Spinnweben könnt ihr am besten mit einem Schwert kaputt machen und wenn ihr dann am Spawner seid, setzt eine Fackel drauf, leuchtet die Umgebung aus, dass wirklich nichts mehr spawnen kann oder ihr zerstört einfach mit einer Spitzhacke den Spawner, dann passiert euch auch nichts mehr. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, bis dahin, euer Kabasch.